Alina war wütend. Das ist gemein, sagte sie. Frau Barth hatte schon wieder ein anderes Kind bevorzugt. So sah es zumindest Alina. Alina ging in die dritte Klasse. Frau Barth war eine Lehrerin von Alinas Klasse. Sie unterrichtete Musik. Am Ende der Musikstunde durften sich die Schüler ein Lied wünschen. Dann sangen alle das Lied. Alle in der Klasse durften den Titel von ihrem Wunschlied rufen. Frau Barth wählte immer das Lied, das zuerst gerufen wurde. Alinas Wünsche hatte sie noch nie ausgewählt. Denn Alina war immer langsamer als ihre Klassenkameraden. Alina war mit allem langsam. Sie konnte nicht so schnell denken wie andere Kinder. Sie war nicht gut in der Schule. Sie brauchte sehr lange, um etwas Neues zu lernen. Sie konnte nicht gut lesen. Sie konnte auch nicht gut rechnen. Das Einzige, was sie gut konnte, war singen. Sie hatte eine sehr schöne Stimme. Und sie konnte viele Lieder auswendig. Sie liebte es, Lieder auswendig zu lernen. Dafür brauchte sie auch lange. Aber sie tat es gerne. Deswegen lernte sie jedes neue Lied auswendig. Manchmal brauchte sie ein ganzes Wochenende, um ein neues Lied zu lernen. Das machte ihr nichts aus. Alina hatte am Wochenende sowieso nichts anderes zu tun. Ihre Eltern arbeiteten auch am Samstag und am Sonntag wollten sie ihre Ruhe haben. Da hatten sie keine Zeit für Alina. Alina hatte keine Geschwister und sie hatte keine Freunde. Die anderen Mädchen fanden, dass sie zu langsam ist. Deswegen langweilten sie sich mit ihr. Die Jungen fanden sie auch langweilig. Alina hätte gerne eine Freundin gehabt, aber sie war alleine. Deshalb sang sie viel. Wenn sie sang, merkte sie nicht so deutlich, dass sie sich alleine fühlte. Sie wollte auch einmal ein Lied aussuchen. Alle sollten ihr Wunschlied singen. Aber sie war zu langsam. Immer war ein anderes Kind schneller mit dem Wünschen. Alina regte sich jedes Mal darüber auf. Nur weil ich nicht so schnell im Kopf bin, sagte sie. Sie wusste, dass sie sehr langsam war. Sie wusste, dass die anderen schneller sind. Nach jeder Musikstunde wurde sie deshalb wütend. Sie wurde schnell wütend. Du musst lernen, dich zu beherrschen. Das sagte ihr Vater und ihre Mutter. Und ihr Arzt hatte das auch gesagt. Die Lehrer sagten es auch. Sie hatten Angst vor Alina. Alina konnte sehr unbeherrscht sein. Ihre Wut kam immer sehr schnell. Alina wurde dann laut. Früher hatte sie auch um sich geschlagen. Jetzt lief sie nur schnell weg, wenn sie wütend wurde. Das machte sie, weil sie niemanden mehr schlagen wollte. Der Arzt hatte ihr geraten, schnell zu gehen, wenn sie wütend wurde. Weil das besser ist, als jemanden zu verletzen. Alina fand das auch. Eines Tages kam eine neue Mitschülerin in die Klasse. Sie war noch nicht lange in Deutschland. Ihr Vater war Diplomat. Deswegen hatte ihre Familie im Ausland gelebt. Die Familie musste immer umziehen, wenn der Vater eine neue Aufgabe in einem neuen Land bekam. Jetzt durfte er im Ministerium arbeiten. Die deutschen Ministerien sind in Deutschland. Deswegen war seine Familie nach Deutschland gezogen. Susanne hieß die neue Mitschülerin. Sie musste neben Alina sitzen. Das war der einzige freie Platz im Klassenzimmer. Er war in der letzten Reihe und dort saß nur Alina. Niemand wollte neben ihr sitzen. Die erste Stunde, an der Susanne teilnahm, war Musik. Mit Musik kann sie sich leicht eingewöhnen, fanden die Lehrer. Frau Barth begrüßte Susanne. Wir wollen alle freundlich zu Susanne sein. So ermahnte sie die Kinder. Dann setzte sie sich an ihr Klavier. Sie spielte ein bekanntes Lied. Die Kinder sangen. Nur Susanne sang nicht mit. Sie kannte das Lied nicht.
Sie kannte auch die nächsten Lieder nicht. Und sie hätte viel lieber Mathe gemacht. Sie konnte sehr gut rechnen. Zahlen fand sie einfach. Susanne fing an zu träumen. Niemand bemerkte, dass Susanne nicht mitsang. Nur Alina. Alina sagte nichts dazu. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie verstand nicht, dass jemand nicht sang. Sie fühlte sich immer gut beim Singen. Und sie glaubte deswegen, dass sich alle gut beim Singen fühlen. Zum Schluss der Stunde durften sich die Schüler wieder ein Lied wünschen. Alina wollte eins wünschen, aber sie konnte keinen Ton rausbringen. Sie konnte sich so schnell nicht für ein Lied entscheiden. Ein Mitschüler war schneller. Wie immer. Alina wurde auch wieder wütend. Das ist gemein, rief sie. Dann rannte sie aus dem Klassenzimmer. Erst als der Unterricht zu Ende war, kam sie wieder in die Schule zurück. Alle packten ihre Sachen und gingen nach Hause. Niemand beachtete sie. Nur Susanne blieb in dem Klassenzimmer. Alina packte ihre Sachen zusammen. Sie war nicht mehr wütend. Ihre Wut ging immer schnell vorbei, fast so schnell, wie sie kam. Als Alina ging, folgte Susanne ihr. Warum bist du vom Musikunterricht weggelaufen? Susanne fragte das. Sie hatte sich sehr gewundert. Alina fühlte sich gar nicht angesprochen. Sie war es nicht gewohnt, dass jemand mit ihr sprach. Susanne glaubte, dass Alina ihre Frage nicht mitbekommen hat. Sie wollte nicht locker lassen. Warum bist du wütend geworden? Fragte sie noch einmal. Jetzt sah Alina sie an. Meinst du mich? Sie war verblüfft. Noch nie hatte jemand sie gefragt, warum sie wütend wurde. Sie wusste es selbst nicht so genau. War das, weil dein Wunsch nicht berücksichtigt wurde? Das fragte Susanne Alina. Susanne hatte in der Musikstunde bemerkt, dass Alina etwas sagen wollte. Susanne konnte sehr schnell verstehen. Sie konnte sich auch gut in andere einfühlen. Alina wunderte sich, dass Susanne Alinas Gefühle so gut aussprechen konnte. Sie nickte. Ja, genau, sagte sie. Passiert das oft, dass jemand anders schneller ist? Susanne fragte das Alina. Die nickte. Immer. Du konntest aber alle Lieder auswendig. Das sagte Susanne. Sie hatte es selbst erlebt. Sie hatte ja neben Alina gesessen. Ich bin aber zu langsam beim Wünschen. Das sagte Alina. Die beiden gingen ein paar Schritte schweigend nebeneinander her. Dann hatte Susanne eine Idee. Du kannst doch gut auswendig lernen. Ja, antwortete Alina. Sie verstand noch nicht, was Susanne ihr sagen wollte. Dann leg dir doch vor der Musikstunde den Titel von dem Lied zurecht, das du wünschen willst. Das empfahl Susanne. Alina verstand sie immer noch nicht. Sie merkte aber, dass Susanne es gut mit ihr meinte. Du weißt doch jetzt, dass ihr euch nach der nächsten Musikstunde ein Lied wünschen dürft. Susanne erklärte so langsam, wie sie konnte. Ja, sagte Alina. Du kannst dir also jetzt schon ein Lied aussuchen. Das empfahl Susanne. Alina grinste. Sie war noch nicht auf die Idee gekommen. Susanne erklärte weiter. Du schreibst den Titel von deinem Wunschlied auf einen Zettel. Dann lernst du den Titel auswendig. Den Zettel kannst du dir auf deinen Tisch im Klassenzimmer legen. Dann erinnert er dich die ganze Musikstunde an deinen Wunsch. Sobald Frau Barth nach einem Wunschlied fragt, rufst du das Lied in den Raum. Dann bist du schnell genug. Susanne sprach jeden Satz sehr langsam. Sie fand es anstrengend, aber sie wollte Alina helfen. Schließlich saß sie jetzt neben ihr in der Klasse. Alina kratzte sich am Kopf, dann lächelte sie. Das könnte klappen, das sagte sie zu Susanne. Sie probierte es gleich aus. Als erstes überlegte sie, welches Lied sie sich wünschen wollte. Es sollte ein besonderes Lied sein. Ihr fiel ein altes Westernlied ein. Das würde gut passen. Das Lied hatte Frau Barth den Kindern in der ersten Klasse beigebracht.
Alina wollte sich mit ihrem Wunsch bei Susanne bedanken. Den Titel schrieb sie auf ein Blatt Papier. Sie war sehr aufgeregt. Die ganze Woche lernte sie den Titel auswendig, obwohl er gar nicht so schwer war. Nicht einmal für Alina. Dann nahm sie das Blatt mit in die nächste Musikstunde. Sie legte es vor sich hin, genau wie Susanne gesagt hatte. Susanne sagte nichts, als sie den Zettel vor Alina sah. Sie hoffte, dass es klappen würde. Aber ihre Wangen wurden etwas rot, als sie den Titel las. Was möchtet ihr heute singen? Das fragte Frau Barth 5 Minuten vor dem Ende der Musikstunde. Wie immer. Oh, Susanna! Das rief Alina ganz laut in den Klassenraum. Es klang sehr laut, wie aus der Pistole geschossen. Aber das macht nichts. Es passt ja zu einem Westernlied. Frau Barth guckte Alina verwundert an. Alle Kinder drehten sich verwundert zu Alina um. Nur Susanne blickte stolz zu ihr auf. Sie hatte es wirklich geschafft. Alina erwiderte Susannes Blick. Sie war auch stolz auf sich. Und sie war Susanne dankbar. Sie verstand natürlich sofort, warum Alina den Titel gewählt hatte. Frau Barth nickte. Sie freute sich, dass Alina zum ersten Mal keinen Wutanfall in ihrem Unterricht hatte. Wer kennt das Lied noch? Das fragte sie alle Schülerinnen und Schüler. Das Lied hatten sie nur ganz kurz in der ersten Klasse gesungen. Sie glaubte nicht, dass es noch jemand auswendig konnte. Die meisten Kinder vergaßen Lieder schnell, wenn sie sie nicht oft singen. Es meldete sich niemand. Nur Alina. Sie war die Einzige, die es singen konnte. Alle anderen hatten es vergessen. Frau Barth ging zum Schrank und holte die Noten und Texte. Die verteilte sie. Dann setzte sie sich ans Klavier. Dieses Mal sang auch Susanne mit.